es wagt. Der, der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist Can, Chicken Can, yes he can, unser Man. Der mit Tieren spricht, der, der tückisch ist. Der kein Schisser ist und der hält, was er verspricht. Das ist Can, Chicken Can, Chicken Can. Hey Leute, heute treffe ich Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ich will nämlich wissen, was es eigentlich ist, eine geistige Behinderung. Und ich will wissen, wie die Leute, die ich treffe, damit umgehen. Also, los geht's. Darf ich vorstellen, das hier ist Vanessa. Das ist Philipp, Julia und das ist Benny. Sie lieben Musik, malen gerne oder sind große Fußballfans. Und sie haben eine geistige Behinderung oder ein geistiges Handicap, wie man auf Englisch sagt. Es gibt super viele verschiedene Formen davon. Menschen mit einer geistigen Behinderung haben gemeinsam, dass sie manches nicht so schnell oder so gut können, wofür man das Gehirn braucht. Rechnen oder schreiben zum Beispiel. Oder Sachen super schnell lernen. Das heißt aber nicht, dass Menschen mit geistiger Behinderung nichts können. Im Gegenteil. Was sie alles drauf haben und wie sie mit ihrer Behinderung umgehen, checke ich heute für euch. Hier kommt der Handicap-Check. Und jetzt die Checkliste. Wo sind denn schon wieder meine Fragen? Hier schon mal nicht. Da ist eine. Wieso haben manche Menschen eine geistige Behinderung? Yeah, ein ganzer Haufen. Nur nicht die richtigen. Aber hier ist die nächste. Was ist das Down-Syndrom? Und die dritte. Was ist Unified Basketball? Das check ich für euch. Los geht's an der Regens-Wagner-Schule im oberbayerischen Holzhausen. Das ist eine Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung. Mit Wohnheim, einem Bauernhof und sogar einem Gewächshaus. Der, mit dem ich da spaziere, ist Philipp. Er geht hier zur Schule. Hier lernen Kinder mit Lernschwäche oder einer geistigen Behinderung. Aber keine Angst. Philipp und ich gehen jetzt nicht büffeln. Wir machen was, was Spaß macht. Billard spielen. Würdest du sagen, dass du behindert bist oder dass du eine Behinderung hast? Oder wie würdest du das denn sagen? Ja, ich bin eigentlich normal, aber ich habe ein kleines Handicap, also mit Zittern, und ich habe auch eine Sehschwäche. Du hast mehrere kleine Schwächen. Also wo ich Schwächen habe, ist in Mathe. Ja, ich auch. Aber in Mathe, es geht mit Mathe, also man kann, also plus minus geht und so, aber geteilt oder sowas und so Malaufgaben gehen bei mir gar nicht. Aber dafür kann ich besser schreiben, also ein bisschen besser schreiben, als manche anderen. Ja. Was machst du denn sonst noch so außer Billard? Computern und Musik hören oder so. Machst du auch selber Musik, oder? Ich bin ja in der Schulband. In der Schulband hier? Ich singe, ja. Du singst? Ich bin ein Sänger. Echt? Ja. Wie ist das für dich? Also ich kann mal das leben, was ich leben möchte. Hm. Also mal das einfach rauslassen. Alles, was ich am Tag so erlebt habe, das einfach mal raussingen. Hm. Was ich so. Wie meinst du denn das, alles raussingen? So richtig? Einfach mal meine Gefühle zeigen. Musik ist Freiheit für mich. Ohne Musik gäbe es für mich nichts anders. Ist ja klar, dass ich Philipps Band gleich mal hören will. Einmal die Woche probt die im Keller der Schule. Außer Schlagzeuger Lukas haben alle eine geistige Behinderung. Das ist Romina, die singt auch. Das ist Leon an der Gitarre. Und am E-Piano Katrin. Für Menschen mit geistiger Behinderung ist es gar nicht einfach, Musik zu machen, denn wenn ganz viele verschiedene Instrumente spielen, kommen sie leichter durcheinander. Damit das nicht passiert, hat die Band um Lehrerin Sina einen Trick. Und den seht ihr gleich. Philipp und die Schulband, die Sixteens. So einfach ist es nicht, wie ihr wahrscheinlich denkt. Das Leben ist kein Baumarkt und ihr kriegt nichts geschenkt.
Wahrheit ist, was unserem Herzen liegt. Und außerdem sing ich gern, wenn ihr schwitzt und euch verbiegt. Ich zähl bis 10. Mir ist eine Sache aufgefallen. Was sind eigentlich die bunten Kärtchen da? Katrin, magst du es erklären? Für was braucht man die? Es ist einfach zur Hilfe, weil wenn wir schwierige Lieder haben, dass wir uns einfach daran und orientieren können. Genau. Genau. Jede Farbkarte ist ein anderer Ton bzw. ein anderer Akkord, der darauf aufbaut. Und wenn ich quasi mit dem Fuß... Du tippst da immer so drauf. Genau, ne? Damit dann wissen alle, jetzt kommt der D-Dur-Akkord dann oder der Ton D. Und wenn ich dann wechsle, wenn ein Akkordwechsel kommt, muss ich auf die entsprechende Karte zeigen. Das soll eine Hilfe sein für euch. Genau. Und was ist, wenn du das nicht machst, oder? Passieren kann da eigentlich nichts, außer das, dass mal durcheinander dann irgendwann kommt, wenn man nicht da hinschaut. Du bist ein bisschen wie der Dirigent. Ja. So, in der Art. So ein bisschen, genau. Ein bisschen anders noch. Ja. Es ist gar nicht so leicht mitzuspielen, auch wenn man keine geistige Behinderung hat. Das merke ich ziemlich schnell. Sina zeigt mir die Töne und ich habe ganz leichte Griffe, vergreife mich aber trotzdem dauernd. Yeah. 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 Aber Spaß macht's trotzdem. Philipp macht nicht nur Musik, er geht auch ganz normal zur Schule. Nicht alle Schüler haben eine geistige Behinderung. Manche tun sich einfach schwer mit dem Lernen. Philipp hat heute Erdkunde. Wir sollen Flaggen den Ländern zuordnen. Gar nicht so einfach, wie ihr vielleicht denkt. Wisst ihr, welches Land zu welcher Flagge gehört? Das weiß ich nicht. Und hier geht's um den Umgang mit Geld. Wir sollen erkennen, wie viel Euro auf dem Bild sind und dann die passende Zahl dazu legen. Dann muss es anlegen. Ist das schwierig für dich, Philipp? Es ist dann schwierig, wenn es zu viel ist. Also wenn ich jetzt 25 und irgendwie noch ein bisschen Kleingeld, das ist dann für mich schwierig. So, also wenn das nicht, meinetwegen wie hier, 2 Euro und 1 Euro, 3 Euro, sondern wenn das, sag ich mal, 25,83 Euro. Genau, so, diese dann wird es schwierig. Einiges verliert sich dann in meinem Kopf und dann geht's halt nicht mehr. Aber warum ist das bei Philipp so und bei anderen nicht? Checkerfrage: Wieso haben manche Menschen eine geistige Behinderung? Für geistige Behinderung gibt es viele verschiedene Ursachen. Sie können vor, während oder nach der Geburt entstehen. Bei der Geburt zum Beispiel kann es passieren, dass ein Baby zu wenig Sauerstoff bekommt. Und das ist sehr, sehr schlecht für das Gehirn. Manchmal kommt es auch später noch dazu, dass das Gehirn verletzt wird. Durch eine Krankheit zum Beispiel oder durch einen Unfall. Und dann gibt es noch Gründe, die haben was mit den Genen zu tun. Gene haben alle Menschen in sich drin. Die sind winzig klein, sodass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Jeder Mensch hat unvorstellbar viele Gene. Und die sind super wichtig. Auf jedem Gen sind nämlich Informationen über unseren Körper gespeichert. Kann man sich eigentlich vorstellen wie ganz viele kleine Zettel, auf denen was draufsteht. Zum Beispiel, was für eine Augenfarbe, Haarfarbe oder Hautfarbe wir haben oder wie eine Nase, ein Ohr, ein Herz oder ein Gehirn gebaut wird. Eigentlich wie so eine Art Bauplan. Wenn ein Zettel fehlt, auf einem ein Schreibfehler drauf ist oder nur ein Teil der ganzen Info, kann der ganze Bauplan durcheinander kommen. Dann wird das Gehirn ein bisschen anders gebaut, als es soll, und kann dann nicht so gut lernen und begreifen wie das von Menschen ohne geistige Behinderung. Menschen mit geistiger Behinderung haben also Handicaps. Das heißt aber nicht, dass sie krank sind und schon gar nicht ansteckend oder so. Genauso wie alle anderen Menschen sind sie manchmal traurig, lachen gerne, sind neugierig und wollen neue Sachen lernen. Meistens brauchen sie dafür aber ein bisschen mehr Zeit. Wieso haben manche Menschen eine geistige Behinderung? Geistige Behinderungen können durch Krankheit oder Unfall entstehen, und zwar vor, während oder nach der Geburt. Oder durch Fehler in den Mini-Bauplänen unseres Körpers, den Genen. Gecheckt. Als nächstes treffe ich Benny. Benny hat eine geistige und eine körperliche Behinderung.
Er tut sich mit dem Laufen schwer und auch das Sprechen fällt ihm nicht immer leicht. Gemeinsam mit Lehrerin Ute drehen wir erstmal eine Runde um den Teich. Ja, das ist deine Handbremse, damit du nicht wegrollst. Richtig. Wir sind jetzt ja eine große Runde schon im See gerade. Ja. War das eigentlich anstrengend? Weil du musst ja die ganze Zeit mit den Armen alles machen, ne? Naja, es geht. Für mich. Hm. Kannst du auch laufen? Naja, schon ein bisschen. Hm. Benni ist ja im Rollstuhl. Warum eigentlich? Benni hat eine Tetraspastik. Das heißt, dass seine Extremitäten ihm nicht so gehorchen wie uns. Beine und Arme? Ja. Die gehorchen ihm nicht so. Genau. Hm. Benni, habe ich das richtig ausgedrückt? Richtig. Stimmt das? Hast du das schon immer gehabt? Ja, das habe ich schon immer gehabt. Guck mal da, Benni. Eine Katze. Oh. Siehst du das? Ja. Da unter der Bank jetzt. Unter der Bank, ja. Magst du Tiere? Ja, ich mag Hunde. Ich habe früher zwei Hunde gehabt. Einmal Bonnie und einmal Theo. Aber der arme Theo hat bei uns mal in die Wohnung reingepieselt. Ja. Naja. Und meine Mutter musste wieder alles aufwischen. Ja. Benni und ich machen heute einen Ausflug. Nach Landsberg zum Eisessen. Wir fahren natürlich nicht alleine, sondern mit Ute und Margret. Die arbeitet als Pflegekraft in Bennys Klasse. Yep. Ich habe Benni gefragt, ob ich auch einen Rollstuhl haben darf, um mal auszuprobieren, wie das ist. So, der Test kann losgehen. Bis zur Eisdiele ist es nicht weit. Kann nicht so schwer sein, oder? Aber das erste Hindernis kommt schon nach ein paar Metern. Kopfsteinpflaster. Super schwer drauf zu fahren. Oh, und jetzt auch noch Kopfsteinpflaster. Oh Gott! Sag mal, Benni, ist Kopfsteinpflaster eigentlich? Ist es schwer da zu fahren? Ehrlich? Naja, es geht! Es geht! Ich verlinke mich immer. Ja. Schon kleine Hindernisse können richtig schwierig werden. Und die letzten 200 Meter geht's auch noch bergauf. Benni hat noch Power, aber mir geht langsam die Puste aus. Hoffentlich sind wir bald da. Eis! Hammer! Ich brauche ein großes Eis, auf jeden Fall. Oh, Benni, sorry. Also, Zitrone. Und was willst du noch? Erdbeer. Hallo, also wir hätten gerne einmal zwei Kugeln, Zitrone und Erdbeer in der Waffel und Vanilleeis mit Kirsch und Mandeln. Dieses Asperger. Ja. Yeah. Ah, super, perfekt, danke. Bitteschön. Wir müssen gleich das Eis darunter bekommen. Bitteschön. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Können Sie mir helfen vielleicht bei dem Eis? Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Ist auf jeden Fall nicht einfach an sein Eis zu kommen, aber dann schmeckt es umso besser. Ein Riesenproblem ist noch, dass man nicht gleichzeitig einhändig Rollstuhl fahren kann und Eis essen. Weil man hat ja immer nur eine Hand hoch. Kannst du mir doch helfen? Verbringe ich auch jetzt schon. Die paar Meter haben mich echt geschafft. Und dabei habe ich nicht mal Probleme, meine Hände zu bewegen, so wie Benni. Und stellt euch jetzt mal vor, man kann zusätzlich vielleicht nicht so gut hören oder sehen. Wie krass das erst ist. Kleine Hindernisse sind dann fast unüberwindlich. Aber nur fast. Oh. Puh, ich kann ja laufen. Und das ist für mich super anstrengend. Ja. Respekt, Benni. Stimmt. Echt? Ich bin das gar nicht gewohnt. Mir ist aufgefallen, ich habe im Rollstuhl gesessen und einige Leute haben schon hergeschaut. Sicher guckt der eine oder andere. Weil alles, was andersartig ist, will man begreifen, will man erkennen, will man sich angucken. Toll wäre, wenn Menschen einfach auch Mut hätten, herzugehen und Fragen zu stellen. Also auf euch zuzugehen, beziehungsweise noch viel mehr auf jemanden, der im Rollstuhl sitzt oder jemanden, der eine geistige Behinderung hat. Sollen die dich dann ruhig fragen, was mit dir los ist, wenn die das wissen wollen, oder sollen die nicht herkommen zu dir? Dürfen die ruhig mit dir reden? Ja, sie können ruhig mit mir reden. Also. Und auch fragen, was mit dir los ist, also
warum du anders bist? Ja, dann sage ich halt, ich bin ganz normal. Und jetzt eine Frage an euch. Wer tritt bei den Special Olympics an? A. Athleten mit körperlicher Behinderung oder B. Athleten mit geistiger Behinderung? Die Antwort gibt's am Ende der Sendung. So, ich bin jetzt an der Grundschule Igling. Eine ganz normale Schule, aber es gibt hier eine Klasse mit Kindern mit geistiger Behinderung. Die lernen ab und zu zusammen mit anderen Klassen mit Kindern ohne geistige Behinderung. Heute ist gemeinsames Malen angesagt. Das ist Vanessa. Vanessa hat eine geistige Behinderung, ihre Mitschülerin Sonja nicht. Da gibt's schon manchmal Meinungsverschiedenheiten. Schau, ich würde, wenn jetzt da wieder gelb und da wieder gelb und da wieder eine andere Farbe. Ich würde so machen, gelb, immer abwechseln. Genau, so meine ich. Ja. Was lernt man denn hier noch außer Kunst, also außer zu malen? Wenn wir was vormachen, dass sie es auch machen. Zum Beispiel bei Sport, da ziehen wir uns schnell an. Und dann merken die, aha, die ziehen sich schnell an, also muss ich mich auch schnell anziehen. Wie ist das für dich, Vanessa? Ist es manchmal anstrengend? Manchmal schon, aber sonst geht's. Die können schon was besser wie wir, und zwar, die können sich besser freuen wie wir. Weil wenn sie was gut gemacht hat, dann freuen sie sich halt. In manchen Schulen haben Schüler mit und ohne Behinderung sogar alle Fächer gemeinsam. Dabei sollen sich nicht die mit Behinderung an die ohne anpassen, sondern jeder in seiner Geschwindigkeit lernen. In Igling klappt das bei Sport, Malen und Ausflügen ganz gut. Aber in manchen Dingen tun sich die Kinder mit geistiger Behinderung eben schwerer als die ohne und lernen das in der eigenen Klasse. Mathe zum Beispiel. Das ist jetzt erstmal alles so sortiert, ne? Ja. Muss man das machen? Ja. Und in Mathe bist du ganz gut? Ja, ein bisschen. Ja. Was gibt's für Sachen, so, wo die Julia besonders gut ist? Oder was macht die Julia denn gerne? Lesen. Lesen? Also du magst echt lieber rechnen und die Julia lieber lesen? Ja. Die kann schon gut lesen, Julia. Gell, Julia? Was? Die liest gerne, ne? Was? Ja. Aber ihr seid ja ein witziges Team dann, ne? Ein Mathe-Crack, du bist das Mathe-Ass und Julia ist das Lese-Ass. Ja. Du bist jetzt auch fertig? Ja. Sehr gut. Das ist schief. Kannst du... Die 12 ist schief, das stimmt. Ja. Wollen wir die tauschen? Ja. Wir haben hier eine schiefe 12. Wenn es so ordentlich sein muss. Mhm. Julia, ist die gerade genug? Ja. Ja, ein bisschen schief ist sie auch, aber ja, nicht gerade so genug. Ist das bei uns. Nicht bei ganz uns ist das manchmal ja. Schief. Ja. Sag mal, ist die Julia besonders ordnungsliebend zum Beispiel? Ja, bei Mathe schon. Da ist es auch sehr hilfreich. Bei Mathe passt es ja. Ja, genau. Julia hat das Down-Syndrom. Und dazu habe ich eine Checker-Frage. Was ist das Down-Syndrom? Das Down-Syndrom ist eine Form von geistiger Behinderung. Schaut mal, das sind alles Menschen mit Down-Syndrom. Menschen mit Down-Syndrom sehen meist ein bisschen anders aus, sind aber sonst wie andere Menschen auch. Eben total unterschiedlich. Manche Menschen sagen statt Down-Syndrom auch Mongoloid. Der Begriff kann aber beleidigend sein und ist auch einfach falsch. Das Down-Syndrom hat man von Geburt an und für das ganze Leben. Menschen mit Down-Syndrom sprechen manchmal ein bisschen langsamer oder auch etwas unverständlicher. Und zum Lernen brauchen sie meistens länger. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem super viel lernen und verstehen können. Das hier zum Beispiel ist Pablo Pineda. Der hat als erster Mensch mit Down-Syndrom in Europa einen Universitätsabschluss gemacht. Und die hier sind die Tänzer der iDance Company. Eine super Tanztruppe, in der Menschen mit und ohne Down-Syndrom zusammentanzen. Die iDance Company arbeitet mit Mitgliedern des Balletts der Wiener Staatsoper zusammen und legt auf der ganzen Welt Riesenauftritte hin. Hammer, was die drauf haben, oder? Was ist das Down-Syndrom? Menschen mit Down-Syndrom sind genau wie andere Menschen auch super unterschiedlich. Manche tun sich schon mit dem Sprechen schwer, andere können fast alles lernen. Sie brauchen dafür aber mehr Zeit. Gecheckt. Ich mache jetzt mit Philipp und ein paar Mitschülern einen Ausflug zu den Special Olympics in München, einem großen Sportwettbewerb für Menschen mit geistiger Behinderung. In München finden die deutschen Wettkämpfe statt, mit rund 5000 Athleten. Die Sportler messen sich in 19 verschiedenen Sportarten und haben richtig was drauf. Und zu einer ganz bestimmten Disziplin habe ich eine Checker-Frage. Was ist Unified Basketball? Um das rauszufinden, gehe ich in die Olympiahalle zu den Basketballern.
Hier treffe ich Trainer Ludwig und sein Team, die Amberger Basketballer. Hi Leute. Ja, was siehst du? Hey Ludwig, hi. Grüß dich. Hi. Grüß dich, gut. Ihr spielt hier Unified Basketball? Ja, ja. Was ist denn das? Ja, da spielen Partner zusammen und lauter Sportler mit geistiger Behinderung. Wie viele seid ihr denn? Also wie normal? In der Mannschaft sind wir jetzt 10 und ja, normal, ja, klar, 5 auf dem Feld. 5 auf dem Feld. Und da ist unser Längster. Wie groß bist du? 1,98 Meter. Zeig mal. Steh mal auf. Ja, guck. Das sind Nick, ein ganz schneller Spieler, und Philipp, sehr treffsicher. Und das sind die Partner, Michael und Manuel. Die haben keine geistige Behinderung. Ist es so, dass die Menschen, die keine geistige Behinderung haben, viel besser sind als die anderen? Nein. Also ich würde sagen, dass es eher umgekehrt ist, weil wir ja, wie gesagt, alle vom Fach sind. Unsere Leute sind alle vom Fach. Also müssen sich eher auf uns einstellen. Also ihr seid die Anfänger und die anderen müssen die ganze Zeit sich auf euch einstellen. Jawohl. Dann bin ich ja mal mega gespannt. Geht auch gleich los. Gehen wir runter, oder? Los, auf geht's. Also, Nichtbehinderte und Behinderte spielen zusammen. Und man kann gar nicht sagen, wer wer ist. Die treffen alle super. Philipp hat eine geistige Behinderung und kann mir noch eine Menge beibringen. Yeah! Drin! Sauber! Ja, mach ich nur einmal. Yeah! Hammer, danke! Cool, hast du mir beigebracht. Danke. Oh! Tat weh! Los geht das Match um Platz 3 gegen Rosenheim. Schaut mal, könnt ihr erkennen, wer wer ist, wer eine geistige Behinderung hat und wer nicht? Ist ja auch egal. Die Amberger spielen jedenfalls richtig stark. Aber die Rosenheimer leider auch. Eine ganz schön enge Kiste. Aufpassen, aufpassen. Jetzt geht's wieder. Am Schluss siegen die Rosenheimer richtig knapp. Und bei einigen Ambergern ist die Enttäuschung ziemlich groß. Du bist ehrlich jetzt so traurig. Brauchst du aber nicht zu sein, ihr habt so geil gespielt. Kurz nach dem Spiel ist jetzt alles so schwer. Noch. Aber hey, Kopf hoch auf jeden Fall. Danke. Nächstes Mal vielleicht. Danke. Ja, leider nicht gewonnen, aber richtig stark gespielt. Und das ist die Hauptsache, oder? Was ist Unified Basketball? Beim Unified Basketball spielen Menschen mit und ohne geistige Behinderung zusammen in einer Mannschaft Basketball. Die Spieler ohne Behinderung heißen Partner. Gecheckt. Und jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wer tritt bei den Special Olympics an? A. Athleten mit körperlicher Behinderung oder B. Athleten mit geistiger Behinderung? Habt ihr es vorhin gemerkt? Richtig ist Antwort B. Bei den Special Olympics treten Athleten mit geistiger Behinderung einmal pro Jahr bei den deutschen Wettkämpfen an. Alle 2 Jahre gibt es die weltweiten Special Olympics. Ein Riesenfest mit über 7500 Athleten. Hier unten ist gerade die Siegerehrung vom Basketball. Und ich darf sogar ein paar Medaillen verleihen. Voll die Ehre, oder? Das Amberger Jungsteam hat zwar den 3. Platz knapp verpasst, bekommt aber auch eine Auszeichnung. Hi, jetzt gibt's Medaillen. Hallo. Und die Mädels haben Bronze geholt. Cool, oder? Herzlichen Glückwunsch. So Leute, das war's für heute. Macht's gut! Achtung, Achtung! Hier kommt der Kopf! Das ist John, Chaka Chan, yes he can, unser Man! Der, der immer fragt, der, der alles wagt, der, der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist John, Chaka Chan, yes he can, unser Man! Der mit Tieren spricht, der, der tückisch ist, der kein Schisser ist.